Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Ja, ich bin hier gerade am MF-Runs machen beim zweiten Endboss, zweiten Akt, und wir gehen jetzt in diese Wahlarena. Das ist eben eines dieser Tore, die wir Maps sind und wo man dann einen Boss besiegen muss und so weiter. Oh, Raging Spirit und Gift-Mumien. Ah, ich lieb's immer noch, diesen coolen Zauber. Der ist so mächtig, ich bin voll MF-equipped. Also alles, was ich sammeln konnte schon mit MF. Und hab's gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das eine komplett neue Season ist. Aber es ist eine komplett neue Season. Ich habe alles neu sammeln müssen. Bin schon so gut. Das ist toll, hä? Und die wird dabei. Zumindest zu 99%. So wenig gefunden in meinen Runs. Eigentlich immer nur euch richtig gute Sachen gefunden. Das ist schön und ich werde ja bald livestreamen und dann werde ich euch den Rest auch noch zeigen. Weil Magic Finder Runs machen immer wieder mehr Spaß, je mehr man findet. Das ist zwar eine kleine Herausforderung, aber ja, muss ja nicht immer Herausforderung sein. Sonst können wir auch mal spielen ohne Super Equip. Je nachdem, was ihr wollt. So. Da haben wir irgendwo den Boss. Ein bisschen snipen. Da. Ja, man hat leider nicht viel gesehen. Aber es war ein blauer solcher Soldat, der irgendwas runter. Ich kann den Namen gerade nicht sagen, weil ich den nie gespielt habe, relativ neu ist. Aber was nicht war, ein Ding war nicht ein Rock Exile war nicht. Ich brauchte den nämlich. Außerdem habe ich einen kann man hier nichts schauen, ein Prophecy, also eine Vorhersage, das sagt, wenn ich ein Blacksmith Whetstone, also ein Schmieders Whetstein nehme und ihn auf eine Waffe, ja, tue, komme ich direkt 20, sondern nur 1% Quality über. Und das habe ich gerade nicht geschaut, was das gibt. Wahrscheinlich nur Physical Damage. Da gab es auch höhere Stats, glaube ich nicht. Ja. Und hier habe ich... Oh. Spell. Ich muss mal kurz schauen, was mehr gibt. Nein. Das. Also fast 400. 421 gibt mehr. Gut, jetzt habe ich aber keine blauen mehr. Ich verliere immer mehr blaue. Schade. Ach komm, so. Irgendwas haben wir noch. Wahl Double Strike. Finde ich sehr gut. Müssen aber in den Melee gehen. Weil der beschwört einen Doppelgänger, der angreift und wir. Ja, der greift dann nur mit Stäben an. Das ist nicht so gut für einen Magier. Aber für einen Nahkämpfer kann ich für Bosskiller unbedingt empfehlen. Einfach das Beste. Bosse sind so schnell down mit dem. Ihm wurde noch gar nie genervt, glaube ich. Schon genervt, aber zu wenig. Ja, toll, super. Also es läuft perfekt. Path of Exile muss einfach schwer werden am Anfang. Später in den Maps wird es dann schon schwer. Aber vor allem eben Savefound. Ich spiele ja das Let's Play Savefound. Ich habe schon wieder ein Let's Play geschaut, Livestream, und da hat schon wieder nur gehandelt. Also voll langweilig. Ich finde Handeln sowas von langweilig. Keine Herausforderung mehr, immer nur die ganze Zeit am Schreiben und am Nerven. Deshalb spiele ich eigentlich schon immer Savefound.
und eventuell ab und zu von Kollegen ein paar Items, aber nur wenn ich sie geschenkt bekomme oder gleich tauschen kann, sofort, also je nachdem. Aber mal schauen, hier werde ich wahrscheinlich komplett selber anspielen, weil kein Kollege spielt eigentlich dieses Spiel lange. Es liegt einfach daran, dass man sehr oft und viel dranbleiben muss in diesem Spiel. Ja, das Spiel muss noch ein bisschen besser werden für viele Leute. Aber ich finde es schon viel zu perfekt eigentlich. Also, gehst du zu anderen Action-Rollenspielen, Hack and Slay, ist das eigentlich schon fast ziemlich gut. Ja. Müsste ich eine Action-Rollenspiel machen, damit es tausendmal besser ist für mich. So. Aber eben sagt ja jeder, ja, ich kann es machen und dann Ding. Man muss halt ein Entwicklerstudio haben. Dann kann man alles machen. Und ob es dann einem auch dann gefällt, wenn man denkt, ja, wir haben alles reingetan. Danke, eingefroren. Ich hasse das. Wieso? Das ist der OP-ste Stat an diesem Strongbox, genau. Cold Snap. Pff, brauchen wir nicht. Man sagt immer, man soll sie aufbewahren, die Gems, aber wenn man sie sowieso nicht da umtauscht und weiß, dass man sie nie verwenden wird, für was? Eventuell die Quality Gems, ja, aber nicht normale, blanke Gems. Man findet so viele. Ist Wahnsinn, was Grinding Gear Games hier alles einbaut. Ja, man muss, man ist verpflichtet, tausende von Kisten. Plätze zu machen, zu kaufen. Ah, das Game ist gar nicht pay to win, ja. Das Spiel ist leider sehr, sehr pay to win, aber nur passiv. Und alle Spieler wollen ja irgendwie gut sein. So, Spell Damage. Also, jetzt gehen wir zurück. Und gehen weiter in der Kanalisation. So. Hier haben wir noch die Sachen und die Bereden. Aber schreiben wir nur so, ja, wir haben es geschafft, die Sonne ist wieder da und fertig. Ist nicht viel. Das ist der Rest, den ich gefunden habe. Es waren ungefähr drei Merciless, Merville-Runs und drei Wahl-Maschinen. Ding. Also Akt 2 Boss und Akt 1 Boss. Ich werde alles das mal umtauschen, wenn ich mal Zeit habe oder im Livestream. Wir werden jetzt mal ein paar Sachen anschauen und das ist zum Beispiel diese. Ich glaube, die sind sogar besser. Hä? Oh ja. Gut, dann haben wir wieder die Sachen. So. Gut, prima. Dann mal die rein hier. So. Jetzt weiß ich noch nicht, was ich hier alles. Jetzt mal die Sachen verkaufen. Hä? Ja. Schön. Also haben wir sonst nichts mehr, was gut sein könnte. Vielleicht diese Tunika. Nö. Ja, keine Laufgeschwindigkeit. Hat auch keine Laufgeschwindigkeit. Hat Laufgeschwindigkeit und Resistenzen. Hat aber falsche Sockel. Es wäre gut. Hm.
Warte, das ist Every Senior Rating und Energy Shield. Die Chance ist natürlich höher, grüne zu haben. Hier haben wir auch Resistenz. Nein, ich lasse es. Solche Sachen sollte man nicht riskieren. Dann mal schauen hier. Ja, zweimal Movement Speed nehmen wir. So. Wir brauchen viel Movement Speed. Versteht ihr? So. Also die Büste haben wir schon. Jetzt müssen wir einfach durchlaufen. Oh. Blödes Teil. So. Na, wo geht's hin? Schon hier, aber nach oben vor allem mal. Wahrscheinlich nicht. Hä? Wieso explodiert der immer am falschen Ort? War der verwirrt? Hallo. Falsch. Genau. Ich verwirre die Gegner. Oh. Komm. Oh, schön. Das ist ein guter Drop. Ja, nehmen wir mit. Läuft gut, hä? Jetzt kommt eines meiner Hassgegenden. Ich will den Weg nie, man muss immer durch die Lagerhäuser. Und das nervt. Und da gibt es neue, ganz viele Bossmonster, Gebietsbosse. Die einfach Hero, nein, die goldenen, ja. Ich informiere mich einfach zu wenig über die Games, ich spiele sie einfach, deshalb kenne ich manchmal die Namen nicht. Ja, hallo. Schmeckt die Drachen gut? Schmecken sie? Ja, ja. Oh, vor allem den Skelett. Oh, ja. Schmecken die gut? Ich denke, wir müssen durch dieses Lagerhaus, aber... keine Ahnung. Bei mir ist immer alles so actionreich bei anderen Livestreamern. Ist immer alles so langweilig. Mann, ich lobe mich immer selber. Aber ich will es actionreich, ich will es euch Spaß machen. Tut. Und das macht's ja hoffentlich. Die ganze Zeit den gleichen Bild machen ist natürlich auch langweilig. Bei mir ist es das erste Mal, dass ich Feuerball, glaube ich, zeige. Es bleibt halt jetzt beim Feuerball, aber auch nur, damit wir auch ein bisschen mehr sehen. Ich könnte schon ein anderes Bild machen, aber pff, dann sehen wir doch gar nie Endcontent, oder? Ja, ich hoffe, es gefällt euch so. Also, wenn ihr, wenn es euch nicht gefällt, müsst ihr es in die Kommentare schreiben. Wenn niemand das schreibt, denke ich, es ist gut so. Es ist einfach momentan... Es ist einfach normal bei YouTube, dass man nicht so viel schreibt. Bei Livestreams werden dann mehr schreiben, aber da ist... vielleicht erst morgen soweit. So. Da ich viel vorbereite... jetzt bei mir länger, bis ich livestreamen kann. Bin ja nicht der Profi. Ich habe noch nie richtig lange livestreamt, weil ich Probleme hatte mit dem Internet. Aber jetzt habe ich gutes Internet, zu gutes Internet. So.
Okay, da doch. Aber geschaut wird es ja mega gut. Also, Gegensatz zu anderen Videos sehr gut. Ich bin halt dann noch ein Anfänger-YouTuber eigentlich so. Weil ich eben nicht so, dass die Beliebtheit habe eines großen YouTubers, aber es kommt ja auch erst, wenn man die Fans hat und ja, das ist halt das Problem. Wie kommt man an Fans? Viele Leute wollen einfach irgendwas schauen und dann schauen sie natürlich die besten YouTuber oder die besten Livestreamer, aber nicht die, wo es nötig war, also die ist einfach, ja, nicht verstehen, wieso denn nicht. Ich habe schon viele unterstützt, die noch sehr wenig Abonnenten haben, weil sie eben einfach nicht dieses gigantische Umfeld haben, dass jeder schaut und dann merkt, oh, der ist ja super. Es muss unbedingt besser werden bei YouTube. So. Jetzt sehen wir auf dem Marktplatz. Das ist von den Gegnern her auch nicht so besonders. Aber es ist in zwei Teilen gesplittet. Und dazwischen ist er einen relativ starken für Nahkämpfe, weil viel Blitzschaden macht eine Statue. Und die umgehe ich immer. Man geht hier rein und geht im zweiten Ort wieder raus und dann hat man ihn übersprungen und ist beim Waypoint und man hat die Büste. Das ist auch gut. Da ist ja mal nichts. Da ist ja mal gar nichts. Schreien des Donners, also des Blitz-Noahs. Oh je. Danke. Der macht Schaden. Noch einen. Das sind unfair. Die sind wirklich unfair. Ja, wie kann ich da weg? Ich konnte doch gar nicht weg. Wie kann man da weg? Wo ist der, muss ich den rausnehmen? Den muss ich wieder reintun, sonst habe ich zu wenig Defensive. Mist. Ja, das ist, wenn man zu wenig Decks hat, aber pff. Kann ich den mit Decks reinmachen, hä? Sind wir halt gestorben. Macht nichts. Genau wegen solchen unfairen Momenten spiele ich kein HC. Ich habe keinen Bock, wieder neu anzufangen, nur weil ich unfair gestorben bin. Ja, das Spiel ist unfair. Nein. Ich spiele kein HC, weil es genau weiß, dass es unfair ist. Aber das Spiel selber ist ja nicht unfair. Es hat einfach unfaire Momente. Und ich werde noch genug sterben. Keine Bange. Aber es ist eben nicht, weil ich irgendwie schlechtes Spiel bin, hoffentlich. Sondern weil ich es einfach nicht so protecte. Ich will nicht zu defensiv spielen. Um den HC-Spieler zu werden. Nein, ich möchte offensiv spielen, weil es einfach tausendmal mehr Spaß macht und dann auch ab und zu sterben kann. Sozusagen. Also ich bin kein HC-Spieler, das müsst ihr wissen. Will ich nicht sein. Brauche ich nicht sein. Ich bin kein Ego. Ich bin kein Pro-Spieler. Ich bin ein Spieler, der einfach Spaß haben will. Und wenn es nicht gefällt, darf gerne drum mutzen.
Aber mir sind es nichts. Nicht. Das erkenne ich, wenn jemand rummotzt, nur weil ich nicht irgendwas mache. So, auf jeden Fall gefällt mich, dass es so vielen gefällt. Obwohl es halt nicht jedem Geschmack ist. So. Ich schaue für YouTube eigentlich recht viele Videos und es gibt immer wieder Videos, wo ich denke, ja, das könnt ihr besser machen, vielleicht weniger Werbung machen oder sonst irgendeinen Schrott. Aber motzen tue ich eigentlich nie, weil ich genau weiß, oh, wenn ich jetzt irgendwas Böses dem sage, entweder wird er mich ignorieren, bannen, nerven oder hat seine Meinung preisgeben oder so, was er gerade zu meinem Kommentar so sagt, sagen will. Okay, das ist die beste Ding, den hasse ich nämlich. So schlechte Quests, dass ich würgen tue. Entweder darf man den Gegner nicht töten, man darf seine Kumpanen nicht töten und so weiter. So. Immer so Assassinen-Sachen. Weil sie ein Assassin ist. Und das nervt. Da geht's zum nächsten Gebiet. Aha. Aber wo ist der Waypoint? Der Point Way. Hallo, hallo, hallo. Da, gut. Ich glaube, wir müssen jetzt durch dieses Gebiet gehen. Ich gehe nochmals hier kurz hier runter. Oh, geht nicht. Da oben durch. Der muss doch irgendwo hier sein. Wo ist dieses scheiß Assassin Target? Ja. Das Fragezeichen ist nicht hier. Vielleicht ein bisschen mehr fluchen. Yes. Ja, es ist unten. Sollen wir durchgehen? Auf jeden Fall kommen es in ein paar mega gute Levels, die ich einfach liebe. Und der Hafen ist nicht so gut. Aber, ja, sie werden einfach cool sein. Und werden vielleicht ein bisschen farmen da. Nicht beim Hafen, sondern beim Schlachtfeld. Da ist er mit dem Blitzschild. Macht recht viel Schaden an Nahkämpfen. Sie starke Angriffe haben. Aber für uns kein Problem. Gegen Feuer ist er nicht gut geschützt. Denke ich mal. Was wir machen könnten, ist, wenn wir ihn finden, einen Free Dragon. Ich glaube Dragon oder Free... Drei Drache, Helm. Irgendwas so etwas. Damit wir Schockschaden machen, also schocken, sondern verbrennen und dann auf Schock gehen. Dann machen wir 50% mehr Schaden, denke ich jetzt, glaube ich. Ja. Irgendwie so etwas. Also, wir wollen jetzt diesen Assassinen noch bitte haben. Wir müssen ihn in seine Quest lösen und jetzt ist der Part leider vorbei, aber der nächste kommt ja morgen oder heute, weiß auch, nein, morgen. Ja, aber wo, ich mag die Quests manchmal nicht, weil sie so weit. Oh, Superior Race Fire. Fantastisch, aber wir benutzen den nicht, leider. Ich gebe ihn aber nicht ab, ich bin so frech. Nun gut, dann gehen wir oben durch.
Da waren wir noch nicht. Hallo, ich möchte auch den Skillpunkt haben. Von den Büsten. Haben wir alle drei? Ja. Könnte ja sein, dass wir ihn vergessen haben. Da ist nix. Da ist er ja. Ist er leicht? Auf Merciless waren die noch recht schwer. Gab schon ein paar, die one-hitten mich. Und jetzt? Du bist das. Gib mir nur ein Level up, komm. Irgendwer. Gib mir ein Level up. Yeah! Danke schön. Ihr seid so nett. Hm? Liebe Gegner. Die Gegners. Des Gegners. Jetzt. Spell Damage. Hä? Wir können auch hier durch und dann das noch nehmen. Das. Wir nehmen das einfach wieder raus. Gehen hier direkt durch. Wir müssen hier zu Amplify. Hm. Okay, raus hier. So, jetzt muss ich noch überlegen, wie wir Faster Casting einsetzen können zum mal kurz schauen. Wir müssen Faster Casting Faster Casting. Wo ist Faster Casting? Da mit wo ist der Teleporter? Wo haben wir denn hingetan? Wie sieht er eigentlich aus? Lightning Warp, genau heißt er. Jetzt können wir eigentlich noch lower die Duration machen. Aber den haben wir noch nicht. So, was haben wir denn noch rein? Was haben wir noch vorher gehabt? Frostrüstung da. Ja, aber wo? Das ist Lock Raid. Da. Arctic Armor. Machen wir hier rein. Hat keinen Plus. Mhm. Dann schauen wir die noch durch. Ja, ist für Nahkämpfer. Minions. Ist nicht so gut. Resistenzen. Hat auch Resistenzen. Ist für Nahkämpfer. Ja, Fernkämpfer wegen Dexterity. Und hier, heißt für Wandangriff. Tja, werden wir nicht verwenden. Keine Bewegungsgeschwindigkeit. Dafür MF. Ja, dachte ich schon. So, also jetzt holen wir noch den Gem. Am Platz, ja. Eigentlich den Gem, den Skillpunkt. So. Ja, dann haben wir nachher noch ganz viel Schaden. Ah, das wird krachen. Sehr schön. Ah, ich liebe das Game jetzt schon wieder. Es gibt immer so einen mega Höhepunkt. Dann zocke ich immer bis Merciless Maps und so und dann noch länger, weil ich so viele Items finde und so weiter. Ah. Oh. Das Spiel ist einfach manchmal endlos. So. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago. Tschüss.